Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Und heute werden wir Steine schieben. Grundsätzlich Steine schieben. Ja, ich möchte Steine schieben. Steine schieben. So, die Frage ist nur, wie schieben wir die Steine uns zurecht? Ich glaube, es ist eine recht intelligente Idee, erstmal runterzuschieben, ne? Ja. Sieht gut aus, ne? Ein noch. Dann gehen wir hier nämlich auf ein Pokémon zu und trainieren ein bisschen. Aber das ist ja gar nicht so verkehrt. Ein Absol. Ja. Gut, wir müssen Sonja trainieren. Definitiv. Wegen den Drachen-Pokémon. Deswegen sehe ich das nicht so schlimm. Ist Eis eigentlich effektiv gegen dich? Weiß ich gar nicht. Werden wir heute herausfinden. Weil Eis ist ja was Gutes, währenddessen Undicht was Böses ist. Nein. Leider nicht. Aber hätten wir jetzt unser Pokémon gewechselt, hätten wir Schaden genommen. So, Aquawelle. Das müsste sie jetzt zerfetzen. Ich meine, Sonja ist 28. Eigentlich dürfte Aquawelle mittlerweile reich. Ein fucking Leben, weißt du? Ein Leben hat das Ding. Tut mir leid, aber ich musste ausfallend werden. Ja, gut. Sonja erreicht Level 29, perfekt. So wünsche ich mir das doch, okay. Zack. Dann hier runter und dann, genau. Schieben wir den noch einen hoch. Und ins Loch mit ihm. Das war Steinchen Nummer 1. Es müssen mehr Steine sein. Viel mehr Steine müssen fallen. Schieben wir den hier glatt mal rein, ne? Oder auch nicht. Deswegen benutzt man hier auch Top-Schutz. Aber wir als Pokémon-Trainer wollen natürlich unsere Pokémon trainieren, damit Sonja die Drachen-Pokémon alle zerstört. Und das Tüch müsste jetzt tot sein, ne? Ich glaube, Eis war gut gegen Käfer. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie es mit Eis ist. Doch. Sehr effektiv. Und ein Volltreffer. Oh yeah. Also Sonja wird in dieser Höhle definitiv Level 30 kommen, falls sie nicht bis dahin ziemlich tot ist. Von hier aus schieben wir hier lang. Nein! Ich wollte dich nicht berühren. Oh Mann. War doch ein Yugong. Du bist schon Eis. Und Wasser wie ich. Ja gut, ich bin kein Eis. Paralysiert. Kann ich auch nicht einsetzen. Wir haben zu viele Wasser-Pokémon, Leute. Wir haben eindeutig zu viele Wasser-Pokémon. Erholung. Das Gute ist, ich weiß, dass der nächste Arenaleiter ein Seedraking hat. Aus meiner Erinnerung heraus. Und das ist Wasserdrache. Ist da eigentlich Blizzard effektiv? Blizzard sag ich schon, Eissturm? Eine gute Frage. Aber dafür haben wir Elon. Der macht das Viech nämlich kaputt. Elon zerfetzt sowieso alles. Okay, wir kümmern uns um einen anderen Stein. YOLO, Alter. So, dann gehen wir auf die andere Seite. Kämpfen doch gegen ein, zwei Pokémon wahrscheinlich. Dich kann ich auch hochschieben, ne? Ich muss mich entscheiden, entweder der oder der. Gut, den links kann ich nicht mehr bewegen. Ha! Cool. Wie bekomme ich denn da rein? Von der anderen Seite, ernsthaft? Jetzt lass mich den Stein schieben. Schon wieder? Du bist doch gerade erst gekommen. Okay. Wir müssen ihm nochmal beweisen, dass es keinen Sinn hat, gegen mich zu kämpfen. Wieso kommt das zweimal?
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Pokémon, ja gut, nicht hintereinander, aber kurz hintereinander kommen? Ist ja verrückt. So, der Stein ist auch unten. Kümmern wir uns jetzt noch um den letzten Stein und den vorletzten Stein, weil der andere ist ja eingesperrt. Ach, ein Taubsi. Ich muss sagen, das sind echt legendäre Pokémon, die heute kommen. Die brauchen wir echt zum Training. Alles Attackenfresser, Freunde. Alles Attackenfresser. Die wollen einfach nur meine Attacken haben. Oder meine Attacken lernen. Naja, dafür verliere ich kein Leben. Ich müsste Sonja irgendwie Erholung beibringen oder so, ne? Das wäre richtig stark. Das wäre richtig gut. Okay. Kümmern wir uns um den letzten Stein. Das habe ich mir vorgestellt, was wir bekommen sollten. Ich weiß, du haust ganz schön rein, aber dafür machst du auch eine Pause, jedes Mal, wenn du eine Attacke einsetzt. Und deswegen verwirren wir ihn. Weil Lederking ist, ich weiß nicht, warum man Lederking nehmen sollte. Ist eins der schlechtesten Pokémon überhaupt, wie ich finde. Er faulenzt nach jeder einzelnen Attacke, die er macht. Warum sollte man sowas in sein Team nehmen? Wenn er sich jetzt selber schlägt, ist das natürlich richtig geil. Na komm, Sonja, komm. Ja, er ist tot. Er kann als nächstes nichts einsetzen. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Pokémon nicht haben. Das würde mich so aufregen. Alter Schwede, würde mich das aufregen. Ich würde, glaube ich, einen Hyperstrahl machen und dann würde ich sagen, jo, leck mich, ich wechsle. Das wäre mein Plan. So, einmal runter und hoch. Somit ist der Stein resettet. Wir geben unserem Lapras mal einen Trank, damit er weiter trainieren kann. Trank. Superschutz. Topschutz. Ich habe Tränke gekauft. Achso. Ich habe noch einen Hyperheiler. Den sollten wir lieber für die Top 4 aufbewahren, ne? Besser ist das. Turnuptu, du mein Freund gibst mir verdammt viel Erfahrung dafür, dass ich dich one-hitte. Ich hab nicht mehr viel. Flammrad. Ja. Ja. Das macht Damage, mein Freund. Zieh dir das mal rein. Ja gut, er ist nicht tot, aber egal. Nein. Du hast jetzt kein Wasser-Pokémon zum Brennen gebracht, ne? Das ist nicht dein Ernst. Was soll's. Die Erfahrung war es wert. Ein Jan Mega und ich brenne. Wenn man einen Statuseffekt hat, wie zum Beispiel Brennen, Gift oder so, dann ist man allgemein schwächer. Musste das echt sein? Alter, ich verbrauche meine Attacken wegen dir. Das ist dein Plan. Der will mich töten mit meiner Verbrennung. Du kleines, nettes Viech. Volltreffer. Sei bitte tot. Aber Level 30 will ich noch erreichen, bevor ich sterbe. Nein. Oh Gott.
Nein, das kriegen wir noch hin. Das kriegen wir hin. Ich wechsle jetzt nicht das Pokémon. Das gibt viel Erfahrung, viel Erfahrung. So, bitte ganz viel Erfahrung, sonst war das alles umsonst. Jawohl. Na, Level 30 kriegen wir nicht hin. Aber ich will nicht das gleiche Ergebnis haben wie damals mit unserem Horlio. Ne, Kokuna. Deswegen wechseln wir. Wir müssen Marcel irgendwann mal austauschen. Es tut mir leid, Marcel, aber du bist halt nicht so gut. Noch nicht. Ich weiß. Wahrscheinlich würde besser. Komme ich da nicht einfach zwischen? Nein. Bloß keinen Fehler machen. Eins Karaborten. Ja. Hätte ich jetzt Vogelattacken, hätte ich gesagt easy, aber ja. Was soll's. Ah, wenn wir hier mit Dopafil Aufruhr machen, kann der Gegner keine Erholung einsetzen. Das ist ganz gut. Eroas? Ernsthaft? Wieso beherrscht der Vogelattacke? Flugattacke, was soll denn das? Komm, einmal noch treffen. Das kannst du nicht bei einem Leben machen. Kannst du nicht bei einem Leben aufhören zu schlagen. Und die Wette jetzt verfehlen wir. Und er trifft noch 5-mal. Komm, tu mir den Gefallen. Mistvieh. Na, wenigstens Erfahrung gibst du gut. Nein, jetzt schieben wir das Ding nicht nach unten. So. Halleluja. Ich würde gerne den Pokéball haben. Wie komme ich an den Pokéball ran? Perfekt. Top-Trank. Naja, jetzt haben wir wieder 5. So. Das ist doch auch kacke. Ach komm. Wie habe ich das gerade gemacht? So? Ich weiß nicht mehr, wie ich das hingekriegt habe. So offensichtlich nicht. So offensichtlich auch nicht. Wie habe ich das gerade gemacht, dass ich da gelandet bin? So? Auch nicht? Bin ich das jetzt unfähig, das zu rekonstruieren? Ist das dein Ernst? Geht doch. Hyperheiler. Ich spare sie mir auf am besten, ne? Besser ist das. Ich habe keinen Zertrümmerer. Natu. Bitte mit ein bisschen mehr Erfahrung. Wäre schon cool. Komm, triff 4 oder 5 Mal. Einmal noch, einmal noch. Ja. Mehr wollte ich doch gar nicht. Erspar mir bitte den Kampf. 200. Pff. Gar nicht gelohnt, Alter. Ich brauche keinen Zertrümmerer. Perfekt. Hey, wieso kommen jetzt Psycho-Pokémon? Übrigens, Natu finde ich auch ein richtig klasse Pokémon mit Flugpsycho. Genial. Ich mag allgemein Flug-Pokémon. Außer Dodri vielleicht. Also ich mag ihn jetzt nicht so stark. 2-mal getroffen?
Echt jetzt? Naja gut, er macht sowieso nichts. Ja, Statusänderung, Statusveränderung kopiert. Finde ich sehr gut. Kann die Pokéball holen wir uns noch. Hoffentlich. Heute noch. Big Bronx! Hallo! Lange nicht gesehen. Hast du Lust, gegen mich anzutreten, oder was? Ich zeig dir gleich mal, was passiert, wenn sich Elektro-Pokémon mit mir anlegen. Ja, jetzt beherrschst du Donnerschock, ja, ist klar. Das bringt dich auch nicht weiter. Zack, zack. Und weg ist er. Wir hätten es vielleicht mit Dodri schaffen können, mit Dobberfell, aber es wäre sehr riskant gewesen. Und risikohaft spiele ich nicht, das wisst ihr. Ist klar. Ich sag nur YOLO. Da will mir jemand sehr viel Erfahrung geben. Okay. Zerfetzt! 800. Ich liebe Haitara. Die gibt so krass viel Erfahrung. Krass. Sehr schön. 29 freue ich mich. Ewiges Eis. Das sollten wir... Ups. Das sollten wir jemandem geben. Gerade gegen diesen Arena-Leiter dürfte das recht cool sein, wenn wir das haben. Ewiges Eis. Ein Item zu tragen, ein Stück Eis, das Hitze fernhält und Attacken vom Typ Eis verstärkt. Das heißt, wir könnten es eigentlich einem Pflanzen-Pokémon geben, hätten wir denn eins. Naja. So, perfekt. Ewiges Eis, passt. Ich glaube, das ist extra für den Drachen-Arena-Leiter gemacht worden. Noch ein Rätsel oder wo geht's hier hoch? Ich verstehe. I know it, I know it. War ja klar. Kurz bevor das Item bekommen. Ein Lunastein. Psychogestein. Wir haben verdammt viele Wasser-Pokémon. Easy. Wir hätten Marcel einsetzen sollen, ne? Das wäre sein Tag gewesen. Aber jetzt zu spät. Weckt mich auf bitte, wenn es tot ist, ja? Wir werden jetzt 50 Runden schlafen. Das ist typisch. Das ist einfach typisch. Aber wenn wir jemanden einschläfern, schläft er wie lange? Ein, zwei Runden? Wow! Steinpolitur übrigens auch hervorragende Technik gegen ein schlafendes Pokémon. Vor allem das Typ Wasser ist mit Surfer. Hätte ich genauso gemacht. Hätte ich einfach genauso gemacht. Halleluja! Hat ja zum Glück nicht ewig gedauert. Na ja gut. Haben sich geteilt, ne? Eisen. Bevor wir jetzt hochgehen, werden wir nochmal runtergehen, denn da war ja noch was. Mal sehen, was wir da finden. Hui! Oh, ein Pokéball. Dafür müssen wir von oben kommen, ne? Und zwar von hier aus. Lawine! Ist das Boden?
Aber das bringen wir jetzt niemandem bei. Was soll der Scheiß bringen? Ah. Ich verstehe, aber ich kann das Ganze austricksen. So, na gut. Lawine ist schon mal gut. Können wir ein Pokémon beibringen? Ich habe ein bisschen Angst gegen die Top 4 mit unseren jetzigen Pokémon, weil... Nun ja, wir haben verdammt viele Wasser-Pokémon und ja gut, zum Glück haben... Ich glaube, die Top 4 besteht nicht aus Pflanzen-Pokémon diesmal. Ach, hi. Oh, euch kenne ich doch. Zero, welch Überraschung. Darf ich offen mit euch sein? Das Eis hat meine Sohlen am Grund festgefroren. Allein bin ich verloren. Verloren, gefroren, hihi. Das reimt sich sogar. Bitte gebt mir einen Schubs. Befreit mich aus meiner Not. Nö. Oh, bitte, seid nicht so grausam zu mir. Bitte gebt mir einen Schubs. Ihr seid doch so freundlich. Nö. Wozu haben wir die Wahl? Warum haben wir die Wahl? Ihr seid wirklich eine gute Seele. Ich überlege gerade, wie ich da hinkomme. Wenn ich hochgehe, links, dahin komme ich raus. Wenn ich aber da lang laufe. Ich muss jetzt überlegen. Ich muss. Ja gut, ich wollte gerade mit dem Finger zeigen, da muss ich hin. Aber es geht gar nicht. Ich muss auf den Stein ganz links. Und von da aus muss ich nach rechts gehen. Wie komme ich aber zu diesem Stein? Vielen lieben Dank. Ich werde mich erst bewegen, wenn ich dieses Rätsel gelöst habe. Wie komme ich dahin? No risk, no fun, komm. Ja, ist natürlich einfach. Dahin zu gehen. Der Pokéball erweist sich als schwieriger, als ich dachte. Irgendwie komme ich auch nicht mehr zurück. Bin ich jetzt unfähig? Ah. Okay, ich muss irgendwie zu dem Stein da hinkommen, aber wie? Ah. Natürlich. Hui. AP Plus, ja. Wow, hat sich gelohnt. Kann ich sowieso nicht benutzen, weil all meine Pokémon sowieso sterben. Cool. Ne, was soll's. Ebenholz City. Die nächste Arena. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Wir versuchen in der Arena irgendwie Fuß zu fassen. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Oh mein Gott.